Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Wir haben einen Fan getroffen, der möchte gerne wissen, wie wir denn jetzt diesen Wachmann hier ausschalten. Wir werden natürlich mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Ich werde ihn mit einem Karate-Spezialtritt überrumpeln. Oh, eine Highspeed-Aufnahme. Dann muss ich die Belichtungszeit verkürzen. Karate? Highspeed-Aufnahme? Wovon redet ihr? Das wirst du gleich sehen. Warte! Ich hab den falschen Film eingelegt. Kannst du ihn vielleicht mit einem anderen Trick überwältigen? Klar. Klar, dann machen wir das mit den Schnürsenkeln. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Obwohl er Gummistiefel anhat. Ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich hab ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch! Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Oh, können nein. Wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Okay, machen wir später. Dann nehmen wir die Verdunklungstaktik. Ich werde ihn mit meiner Verdunklungstaktik täuschen. Aha, eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöffst doch. Nein. Vielleicht, ja. Vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so episch. Okay. Eins, zwei. Ich bin blind. Mit seinem Restlichtverstärker im Blitzlicht. Geil. Geil. Und? Ich würde gerne das Foto sehen. Du hast es wirklich geschafft. Natürlich. Ja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so, die. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Du bist also mein Fan. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. ein Interview vielleicht? Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Oh nein. Alles zu seiner Zeit. Der hat doch ein Spaß dahin. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow, in der Tat. Du bist wirklich der Größte. Oh Gott, Goal aus dem Clown des Organon gerettet. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus dem Clown des Organon gerettet habe? Natürlich! Die Geschichte, wie du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär! Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen uneigennützig nach Elysium zurückzubringen. Legendär? Epochal! Genau, mindestens. Und hier, das Kompott vom Organon. Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na, aber natürlich! Du hast dich durch eine Hundertschaft von Organon-Soldaten gefochten, um die Wahrheit aus Kletos herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletos angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Und hier die Rebellion. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich! Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam dir die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Liebold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeifrieren. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Und hier, die Entvölkerung Rostroten Meer, das waren auch wir. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar, du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert und obendrein noch Gaul aus den Klauen ihres hintertriebenen, möchtegern verlobten Kletos gerettet. Genau so war's. kleine Fotosession vielleicht? Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Großartig! Ja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Hm,
Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Okay, wir schießen auf Goal. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Alles nur das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonier-Ass! Ah! Mist! Die Kanone hat einen Linksdrall. Verdammt! Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Was ist das für ein großer roter Knopf? Aha, ein Hebel. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau, die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Spür was leiser. Abbremsen. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action. Ein super extremes Rufus-Manöver. Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Kommt abbremsen. Jetzt die extreme Action. Die was? Na, ein super... Oh, ich bin... Also abbremsen, nicht beschleunigen. Aha. Aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und ja, dass genau. Der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans, richtig? Genau. Ja, natürlich. Sollen wir jetzt nochmal schießen vielleicht? Na toll, jetzt ist die Munition alle. Oh nein. Das ist ja doof. Können wir denn nochmal jetzt... Hui, da sprühen aber die Funken. Nochmal. Oh, es brennt. Er brennt auch. Noch schneller. Wahnsinn. Mein Mantel brennt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier daran teilhaben darf. Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Reine Propaganda. Darauf verwette ich meine Stiefel. Oh. Deine Stiefel. Eine Axt. Ein Schlauch. Schlauch. Goal. Ja, sie ist heiß. Ich sollte sie dir zuwerfen. Ja, sie ist heiß. Oh, ich kann Barry. Seinen Mantel jetzt nicht löschen. Ach so, dieser Held muss einen richtigen Menschen retten. Oh, einen richtigen Menschen, natürlich. Die Kanone? Und die damit laden vielleicht und dann schießen? Ja, genau. Und na jetzt? Toll! Jetzt muss man den Schlauch irgendwie... Ach so, oder so. Was für ein Teufelskerl! Das Schlauch! Das Schlauch! Das Schlauch! Wir haben noch eine Axt. Axt an den Schlauch. Halten! Barry? Was für ein Held! Ja. Alle lieben Rufus, den Helden. Hat jemand das Fenster offen gelassen? So ähnlich, ja. Lieber Boso. Und Poki singt wieder, hören wir zu. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache halt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Ach, ist es nicht schön. Ist es nicht schön, wunderschön alles. Wo sind wir jetzt gelandet? Da kommen wir drei, vier, vier? Ah ja, vier natürlich. Goal, Boso, der Kapitän, Doc und wir. Und boah,
wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum 1000. Mal, Rufus. Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Wodurch hör dich nicht? Zum Strand. Was? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Aber Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja, aber sauer? Nein. Schön. Das war schon mal ein Anfang. Es war schon irgendwie lässig. Lässig, hat sie gesagt. Ja, dann gehen wir doch auch mal zum Hotel, würde ich sagen. Ja. Aha, eine Treppe. Verrückt. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Mindestens. Nicht, dass ich noch... Oh, eine Katze. Auf den Arsch fallen. Das wäre ja zu peinlich. Ja, aber wirklich. Gut, dass nicht passiert ist, Rufus. So, gehen wir direkt mal in das erste Haus. Sieht schön aus. Naja. Sieht aus hier. Sieht nicht schön aus, sieht einfach nur aus. Wo sind wir hier? Da ist eine Uhr. Da raucht jemand eine Klingel. Wir können ja mal klingeln. Ding dong. Oder? Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche meine Freunde. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Danke. Danke, mein Bester. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Oh. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Okay. Das merke ich mir. Und wie finde ich mein Zimmer? Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ach so. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Minnetekel ist aber ein komischer Name, oder? Minnetekel? Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Ach, das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Das stimmt. Das ist auch ein sehr seltsamer Ort hier für ein Hotel, muss ich ja mal sagen. Also direkt unter dieser Trasse da. Seltsamer Ort für ein Hotel? Direkt unter der Organon-Kreuzer-Trasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ach so. Die. Das sind auch, ist auch meine Zielgruppe und meine Let's Plays. Kennst du die Gerüchte? Dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Genau. Prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen.
Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. Ach so, haha. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das, ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Okay. Hauptsache, er hat sich abgesichert. Schläft er jetzt wieder ein oder bleibt er jetzt da hängen? Er wackelt so bedenklich. Nee, aber er wackelt einfach nur weiter. Komm mal, klingeln nochmal. Bin schon da. Ja gut, in der nächsten Folge schauen wir uns mal unser Zimmer an und gucken mal, was die anderen... Warum läuft die Uhr denn so unregelmäßig? Macht mich ganz verrückt. Hört mal auf die Uhr. Das macht mich ja total verrückt, das ist ja schlimm. Naja, in der nächsten Folge schauen wir mal, was unsere Kameraden auf unserem Zimmer machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Freude, Freunde, wie ich bei diesem Spiel habe. Habt ihr auch beim Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen.